Die Bachschmerle ist ein Bodenfisch. Der Körper weist eine rundliche Form und eine hellgraue Farbe mit leicht dunkleren Flecken auf. Sie besitzt keine bis sehr kleine Schuppen, dafür aber eine dicke Schleimhaut, über die sie, wie der Schlammbeizker, auch einen Teil des Sauerstoffbedarfs decken kann. Sie verfügt ebenfalls über die Fähigkeit der Darmatmung. Am Maul besitzt sie 6 Barteln. Sie ist unempfindlicher als andere Kleinfischarten und kommt daher auch in Gewässern der Güte 2 bis 3 vor. Ihre Körpergröße liegt zwischen 8 bis 12 cm, maximal 16 cm. Die Laichzeit erstreckt sich von März bis Mai. Dabei werden 2.000 bis 3.000 Eier mit einer Größe von ca. 1 mm abgelegt. Die Geschlechtsreife tritt nach 1 bis 2 Jahren ein. Die Bachschmerle kann bis zu 7 Jahre alt werden. Sie bewohnt flache, schnell fließende Bäche und Flüsse, am liebsten mit kiesigem bis sandigem Untergrund. Dabei bewohnt sie stationär bestimmte Abschnitte, in denen sie sich tagsüber unter Steinen oder Wurzeln versteckt aufhält. Seltener ist die Bachschmerle auch in den Uferregionen klarer Seen zu finden. Wegen des hohen Nährwerts ist die Bachschmerle seit einigen Jahrzehnten in Mittel- und Osteuropa als Speisefisch bekannt. Die nachtaktive Bachschmerle durchwühlt den Kies oder Sand nach Fressbarem. Sie sucht dabei vorwiegend nach organischen Abfällen, Insektenlarven, Kleinkrebsen, Egeln oder Schnecken. Auch Fischleich wird nicht verschmäht.